Jetzt bin ich auf der ersten Reihe. Das kann ja nicht, das kann ja nichts werden hier. Oh Scheiße. Ah, ich bin FJ Dickut, 6. Dan und vielfacher deutscher Meister im Brettspiel Go. Und auf diesem Kanal findet ihr Tutorials, Probleme, Partien und noch einiges mehr. Viel Spaß dabei! So, Gegner schneller gefunden, als ich gucken konnte. Ah, kenne ich eigentlich sogar schon den Gegner. Dann gucken wir mal, was bei der Partie so rumkommt. Euch auch hallo und herzlich willkommen zurück. Was machen wir jetzt? Schon ewig nicht mehr mit Weiß gespielt. Das passt ja einigermaßen gut für ihn, ne? Naja. Gefällt mir jetzt schon nicht, die Partie. Das kann ja heiter werden. So. Jetzt habe ich irgendwann mal diesen Zug gesehen, der eigentlich schwer zu glauben ist. Ich versuche ihn einfach mal. Gucken wir da mal, was dabei rumkommt. Experimente, Experimente. Möglichst schnell leben. Ihm hier nicht unbedingt Gebiet aufdrücken. Ob ich den Einfluss dann sowieso nicht nutzen kann, um den anzugreifen oder so. Ja, er spielt so. Ja, und jetzt weiß ich nicht, wie weiter. Jetzt weiß ich leider nicht, wie weiter. Ich möchte hier rein. Jetzt bin ich auf der ersten Reihe. Das kann ja nicht, das kann ja nichts werden hier. Oh Scheiße. Ah, Kacke. So. Naja, gut. Was ist das jetzt für ein Ergebnis? Ja, der war auch nicht gut, ne? Stimmt's oder habe ich recht? So, so, so. Junge, Junge, Junge. Kann das alles vernünftig sein, was ich hier mache? Nee, ne? Das kann alles nicht vernünftig sein.
Da wird Katagu mich wieder auslachen nach der Partie. Ich kann es jetzt schon hören, das Kichern. Die Treppe läuft nicht. So, können wir doch erstmal hier spielen. Ja. Habe ich das gewollt? Ja, irgendwie schon, ne? Komm, du willst es doch auch. Eieiei. Jetzt hat er hier einen Drohung. Aber das ist erstmal nur eine, ne? Die möchte er dann auch nicht nutzen. Dann decke ich doch hier und das ist doch dann ein schönes Ergebnis für mich. Also zumindest jetzt hier, was das Co. angeht. Er hat hier eine schöne schwere Gruppe. So, können wir hier noch irgendwas machen? Oder ist Schlagen das Vernünftigste hier? Der ist nicht so gut, weil ich dann immer noch nicht hier spielen konnte. Der hier würde das so halbwegs vorbereiten. Aber naja. So. Ist auch eher plump. Ich könnte mir also auch vorstellen, einfach erstmal hier zu spielen. Leider rauszieht sich einfach mit. Und hier jetzt Punkte nehmen, ne? Habe ich, glaube ich, auch schon öfters mal gesehen. Mal gucken. Ob das für irgendwas gut ist. So. Dann kann ich da oder da trennen, ne? Ja. Wird also wahrscheinlich hier schneiden oder umbiegen. Er spielt da, okay, dann kriegt er auch das Atari.
Dann kriegt er auch das Atari. Und er ist auch im Bierjummi, gut. So. Mal gucken, wo das jetzt endet. Wieder ein Co. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Jo, so. Mal hier beide leben. Nee, das möchte er nicht. Ja. Kann man so vermutlich machen. So groß ist das jetzt ja auch alles nicht geworden, ne? Das strecke ich einfach nochmal hoch. Und jetzt muss ich nur noch mit dieser Gruppe leben, dann müsste doch alles gut sein hier. Dann müsste doch alles gut sein. Hat er hier so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 Punkte. So. Dann greifen wir jetzt diese noch mal großräumig an hier, oder? Oder die. So. Da sehe ich jetzt erstmal noch nicht unbedingt, wie er da schnell zwei Augen kriegt. Ich muss hier natürlich noch ein bisschen aufpassen. Und hier wahrscheinlich auch. So, 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 so. Okay. Jetzt wird das doch wieder lästiger, als ich eigentlich gerne hätte.
15초 18초 Ja. Ja, ganz schön interessant hier. Was aus so einem komischen, unschuldigen Joseki-Versuch hier werden kann. So, hier hat er 12, dann hat er hier nochmal irgendwie was, also insgesamt 15, 30 Punkte dann, 40, 50, 60, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ich habe ja eigentlich noch nicht so viel, ne? Und? So. Also das müsste doch eigentlich hier für mich funktionieren, oder nicht? Ja, nee, funktioniert halt nicht. Shit. Shit. So. Ah, verdammt. Ziemlich blöd verrechnet hier, oder? Müssen wir vielleicht nochmal auf diese Sache hier zurückkommen. Hauptsache, ich bin hier komplett angebunden. So, das hier kostet doch jetzt die Steine, oder nicht? Ach nee, tut's nicht. Oh, ich bin zu blöd. Junge. Da bin ich angebunden, ne? Das stimmt jetzt aber doch wirklich. Gut. Meine Güte, was ein Scheiß Chaos hier. Keine Ahnung, wie es steht.
12 hat er hier so ungefähr gehabt, ne? So, das ist doch schon mal schön klein geworden. Und jetzt den nochmal versuchen. Wird nicht klappen. Dann werden wir das hier mal irgendwie decken, oder? Ach, Kinder. Spiele ich jetzt lieber hier? Oder lieber hier? Ach, das war blöd. Oh, mach ich so einen Scheiß. Also noch mal kurz schnell durchzählen hier. Fange fast ausgeglichen. Ich habe Weiß, also kriege ich die Komi. Da vertue ich mich ja auch manchmal. So, also Komi 3. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Und er hat hier 1, 2, 3, 9, 10. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Ah, da war viel zu viel hier. Er hat hier einfach viel zu viel. Das ist schade. Dass er da viel zu viel hat. Jo. Da hätte er aber durchaus erstmal ein, zwei Vorhände einschieben können. Geht auch so noch, ne? Ach, ich bin zu blöd. Kinder, 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 das kann doch alles nicht wahr sein hier.
Warum spiele ich so schlecht? Das ist schon einigermaßen traurig, was hier abgeht. Ja, kann ich aufgeben. Ah, vielen Dank für die Partie. Das war blöd, 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 ey. Vorne bis hinten. Und hauptsächlich hier. Hier spiele. Dann habe ich ihn doch schon, oder? Ach, ich hasse mich. Ich hasse mich mal wieder und mal wieder völlig zurecht. Okay, er kann hier spielen und untenrum verbinden. Spiele ich hier und er muss jetzt irgendwie noch mal was für seine komische Ecke tun. Kann natürlich den noch erst fangen. Das macht hier auch wieder ein paar Probleme vielleicht. Jetzt sagen wir mal, er kriegt das jetzt so alles geflickt. Kann ich trotzdem noch hier ins Spiel spielen, ne? Dann hat er hier 10 Punkte, 20. Zwanzig, 30, 40, 46, ja, sagen wir irgendwie hier 50 und dann die nochmal 60 oder so. Da sind vermutlich auch zu viele. Ich glaube ja nicht, dass es so schön läuft wie in der Partie hier. Und aktuell habe ich hier halt, sagen wir mal, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich habe gerade mal so 30 mit Kumi oder so, sagen wir 40 Punkte. Das sind auch 20 zu wenig. Nee, wenn ich hier nichts Besseres habe, um die anzugreifen, dann war das wohl alles nichts. Oder wenn hier jetzt irgendwas geht, das wäre natürlich auch schön, aber sieht jetzt nicht danach aus. Dass da was wirklich ganz Fantastisches geht. Nee, selbst mit viel gutem Willen komme ich nur auf 50 Punkte, ne? Da hat er einfach deutlich mehr, obwohl
Letzometer sagt, so wild ist es gar nicht. Keine Ahnung. Mir gefällt die Stellung nicht. Mir gefällt sie gar nicht. Tja. Das ist dann wahrscheinlich wirklich mal eine eingehende KI-Analyse wert. Wie man das hier richtig spielt, wie man das hier richtig spielt, wie man den Angriff richtig spielt. Viele, viele Fragen. Gut. Mit denen verabschiede ich mich erstmal und gebe zurück ins Studio. Macht's gut. Ciao.